Sollen wir bei uns noch? Sondern sagen wir auf ganz wenig. Super. Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Wunderbare Welt der Literatur. Und auch heute haben wir den Bestseller, das Meisterwerk, das, was jeder Schüler in der Schule einmal vorgesetzt bekommt, wo jeder einmal stöhnt und denkt, hä, was, wie, habe ich es jetzt richtig gelesen oder nicht, was wollen die von mir? Dabei ist es das Werk zur Toleranz überhaupt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke sehr. Danke. Ja, vielen Dank wie immer für die freundlichen einleitenden Worte. Und bevor wir mit dem Literaturgespräch über dieses Werk beginnen, noch ein paar ganz wenige Sätze zu uns beiden. Es sind, glaube ich, auch ein paar neue Gäste da, damit wir uns einordnen können. Wir stellen uns einfach kurz gegenseitig vor. Der junge Herr daneben mir ist mein Bruder, Herr Büttner, der als Schulsozialpädagoge arbeitet und sich auch schon seit vielen Jahrzehnten mit philosophischen und literarischen Themen beschäftigt. Und so haben wir vor mittlerweile anderthalb Jahren diese Sache hier mit Frau Roland zusammen aufgebaut und besprechen immer wieder interessante Bücher der Weltliteratur. Jetzt darfst du mich kurz vorstellen. Ja, genau. Mein Bruder heißt auch Büttner, wen wundert's, wie ich. Er ist Lehrer am Konstanzer Gymnasium, leitet das Konstanzer Bildungszentrum, ist manchmal in gar wundersamen Verkleidungen unterwegs auf Konstanzer Straßen als Nachtwächter, Landknecht, Römer, Henker. Nicht zu vergessen, der macht besonders viel Spaß, wie er mir gesagt hat. Genau. Und bist ja auch Lokalhistoriker, hat diverse Bücher veröffentlicht, auch eins zum Konstanzer Konzil. Das ganz kurz, aber nur zu uns beiden als Personen. Ich glaube, du machst jetzt den Anfang, Olivia. Ich mache den Anfang, genau. Wie Frau Roland schon einleitend gesagt hat, ist Lessings Nathan der Weise eines der Dramen, das auch ganz viele Schüler schon mal gelesen haben. Jeder Mensch sollte es mal gelesen haben. Soweit würde ich auf jeden Fall gehen. Die Geschichte wurde aufgeschrieben im 18. Jahrhundert. Sie spielt aber zur Zeit der Kreuzzüge, des dritten Kreuzzugs, Ende des 12. Jahrhunderts. Und vor dieser faszinierenden mittelalterlich-orientalischen Kulisse, spielt in Jerusalem, treffen ein christlicher Tempelritter, ein jüdischer Gelehrter und der muslimische König Ägyptens aufeinander und philosophieren über die einzig wahre Religion. Und im Rahmen der wunderbaren Welt der Literatur laden wir Sie also dazu ein, Nathan, den Weisen, jetzt etwas genauer kennenzulernen, etwas mehr auch über die Ringparabel zu erfahren, den vielleicht schönsten Gedanken, der jemals zur religiösen Toleranz gedacht wurde. Beginnen wir einfach mal mit dem Mann, dem wir dieses Meisterwerk zu verdanken haben. Dahinter ist er dargestellt, Gotthold Ephraim Lessing, geboren 1729 in Kamenz, Oberlausitz, also heutiges Sachsen, und 1781 in Braunschweig gestorben. Also ein Mann des 18. Jahrhunderts, war ein bedeutender Dichter, der bedeutendste Dichter der deutschen Aufklärung. Mit seinen Dramen und seinen theoretischen Schriften, die vor allem den Toleranzgedanken verpflichtet sind, nicht nur bei Nathan dem Weisen, hat dieser Aufklärer der weiteren Entwicklung des Theaters und der Literatur im deutschsprachigen Raum einen wesentlichen Weg gewiesen und spätere Werke entsprechend beeinflusst. Lessing, so ganz nebenbei, ist interessant zu wissen, ist der erste deutsche Dramatiker, dessen Werke bis heute ununterbrochen aufgeführt werden. Ja, das ist kein älterer dabei sozusagen. Lessing war ein vielseitig interessierter Mensch. Dichter, Denker, Kritiker, Philosoph. Er hat sich mit vielen Dingen immer durchdrungen vom Geist der Vernunft durchgesetzt. Und als führender Vertreter der deutschen Aufklärung wurde er sozusagen zum Vordenker für das Selbstbewusstsein des neuen liberalen Bürgertums. Seine theoretischen und kritischen Schriften zeichnen sich aus durch einen oft witzig-ironischen Stil. Also der Mann hatte auch Humor, ist in der deutschen Literatur nicht immer anzutreffen, aber er hatte es definitiv. Und besonders gerne hat er das Stilmittel des Dialogs verwendet, weil er davon überzeugt war, dass im Dialog Gedanken neu geboren werden und man sozusagen durch die permanente Herausforderung, mit dem oder der anderen vollkommen egal ins Gespräch zu kommen, sozusagen die eigenen Gedanken auch entwickeln muss. Also so ein bisschen, so wie der alte Sokrates vor 2400 Jahren gesagt hat, im Dialog entwickeln sich unsere Gedanken.
Das hat Lessing sozusagen praktiziert und es ist auch kein Zufall, dass Nathan der Weise kein Roman ist, sondern ein Theaterstück, in dem permanent nur das gesprochene Wort vorkommt und die Menschen im Dialog, manchmal auch im Monolog, aufeinander stoßen. Das ist ein Prozess des Sich-Annäherns. Folgerichtig versuchte er mit diesem dialogischen Prozess in der Literatur den Menschen zum Nachdenken zu bringen. Er hat auch zahlreiche religionsphilosophische Schriften verfasst. Zu seinen Lebzeiten hat er da unglaublich Ärger bekommen, weil Lessing nicht nur im Nathan dem Weisen, das ist sein berühmtestes Beispiel, immer wieder zur religiösen Toleranz aufgefordert hat und die Menschen aufgefordert hat, die Vernunft allem voranzustellen. Wohlgemerkt, die Vernunft auch vor den Glauben zu stellen. Der Glaube hat sich in der Vernunft zu bewähren. Und wenn der Glaube sich nicht in der Vernunft bewährt, dann ist es kein Glaube, sondern Aberglaube. Und falsch. Das ist für Lessing ganz, ganz klar. Sie können sich vorstellen, die Kirche hat damals gegen ihn gewettert. Er hatte auch einen Hauptgegner, der jahrzehntelang gegen ihn geschrieben und gewettert hat. Der Hamburger Pastor Johann Melchior Götze, der so immer wieder versucht hat, die Werke von Lessing zu verbieten. Und, ich zitiere ihn jetzt, ein Mann der Kirche, das Werk Nathan der Weise verleitet die Menschen zu gefährlichen Gedanken. Ja, gefährlich im Sinne von, dass man mal anfängt nachzudenken. Ja, das sicherlich schon. Ja. Der Mann hieß ja Götze, das hat ja gepasst in dem Sinne. Ja, ja, genau. Richtig. Und Lessing selber, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann im Einzelnen in das Werk einsteigen, hatte eine ganz besondere Haltung zur Religion. Lessing war kein Christ, also nicht im engeren Sinne. Er gehörte überhaupt gar keiner Religion an, doch Vorsicht, er war auch kein Atheist. Das hat Lessing immer von sich gewiesen. Der Vorwurf kam schnell, aber das ist einfach falsch. Lessing war ein sogenannter Deist. Das ist eine Position, die heute vor allen Dingen bei Wissenschaftlern weit verbreitet ist. Kurz formuliert kann man sagen, Deisten sind davon überzeugt, dass das ganze Universum, der Kosmos nur existieren kann, wenn es so etwas wie eine schöpfende Kraft gegeben hat. Nennen wir sie ruhig mal Gott. Und dieser Schöpfergott hat zwar das Universum erschaffen, ist aber kein personaler Gott, kein älterer Mann mit langem weißem Bart, den wir anbeten können, sondern er hat die Schöpfung erschaffen und hat sie dann sich selbst überlassen. Es ist also kein Gott, der einem hilft, den man anbeten kann, aber sehr wohl eine göttliche Existenz, davon wird ausgegangen. Wie gesagt, vor allen Dingen in den Naturwissenschaften äußerst populär. Albert Einstein war auch Deist zum Beispiel. Und er hat immer wieder auch das Wort Gott verwendet. Und da hat man ihn ja gerne mal falsch verstanden. Dann haben auch vor allen Dingen religiöse Menschen immer wieder Einstein zitiert. Und Einstein selber mal gesagt, das ist Unsinn, man darf ihn in dem Zusammenhang nicht zitieren. Wenn er von Gott redet, dann meint er die Naturgesetze. Einstein hat selber mal zu einem religiös-fundamentalistischen Mann gesagt, also wenn du zu meinem Gott beten willst, dann musst du zum Satz des Pythagoras beten. Viel Spaß beim Helfen lassen. Ja? So ist auch sozusagen Lessings Idee, einen schöpfenden Gott, ja, also der alles erschaffen hat, aber ein Gott, der über uns wacht, mit dem moralischen Zeigefinger uns bestraft, wenn wir uns nicht an die 10 Gebote halten, das war für Lessing vollkommener, unvernünftiger Schwachsinn. Ganz klar. Und damit übergebe ich schon an meinen Bruder jetzt. Danke, ja. Ich möchte ein paar Worte sagen zur Werksgeschichte Nathans des Weisen. Es ist Lessings letztes Werk. Es ist, denke ich, einerseits so ein Stück weit der Höhepunkt seiner Schaffenskraft, aber leider natürlich auch der Abschluss. Er ist dann 1,5 Jahre später nach der Veröffentlichung etwa gestorben. Der Nathan ist ein Stück, du hast ja schon gesagt, das sich um Religion dreht. Das war in den letzten Lebensjahren Lessings sein vornehmliches Thema. Er ist in einen großen Streit auch mit der protestantischen Kirche, hat er sich verwickelt, du hast schon den Namen Götze genannt, ich werde vielleicht später nochmal kurz darauf zurückkommen. Der sogenannte Fragmentenstreit ist damals ausgebrochen, das war einige Jahre vor seinem Tod, hat Lessing auch Schriften veröffentlicht eines Mannes, der hieß Reimarius, das ist heute eigentlich weitgehend vergessen, der hat kirchenkritische Schriften geschrieben, ist dann selber gestorben. Die Kinder von Reimarius waren Freunde von Lessing und er hat dann diese Schriften in vier Fragmente waren das veröffentlicht und das hat ihm einen heiden Ärger eingebracht. Er sollte eigentlich gar nicht mehr zu religiösen Themen veröffentlichen dürfen, hat sich allerdings mehr oder weniger mit den Nathan nicht drum geschert und hat diesen natürlich trotzdem geschrieben und veröffentlicht. 1779 kam dieses Werk raus.
Die erste Aufführung dieses Theaterstücks war dann am 15. Oktober 1779 in Mannheim. Es war eine nicht öffentliche Aufführung. Das war sozusagen der erste Testlauf. Ich habe probiert, ein paar Informationen zu finden, aber ich habe jetzt nichts gefunden, wie das in der Zeit aufgenommen wurde bei dieser ersten nicht öffentlichen Uraufführung. Die erste öffentliche Aufführung war dann am 17. April 1783 im Döblinschen Theater in Berlin. Auch da ist eigentlich überliefert, dass es nicht sonderlich gut angekommen ist. Nach drei Aufführungen war schon Schluss und das Stück war dann im Prinzip durch. Und es schien eigentlich so, als wenn der Nathan sozusagen seiner Zeit so voraus war mit seinem feurigen Appell für religiöse Toleranz, dass es nicht angenommen wurde von den Zeitgenossen. Es ist also zunächst mal ziemlich abgeschmiert, hat schlechte Kritiken bekommen, es sei zu philosophisch, es sei, wie man heute sagen würde, nicht sehr viel Action in dem Werk, ja. Es passiert relativ wenig, es gibt viele Dialoge, es wird niemand ermordet. Also wir hatten das letzte Mal, haben wir über Shakespeare, wenn man da schaut, was bei Shakespeare alles los ist auf so ein paar Seiten, da ist der Nathan natürlich ein relativ ruhiges Stück, ja. Aber trotzdem hat er natürlich unglaubliche Qualitäten, ja. Das ist dann allerdings einige Jahre später rausgekommen und dann hatte der seinen Durchbruch. Der große Geburtshelfer für den Durchbruch Nathans des Weisen war niemand anderes als Goethe in Weimar. Goethe hat 1803 eine furiose Aufführung selber künstlerisch begleitet. Schiller war, der war damals ja schon am Lebensende, war auch noch beteiligt, aber vor allem Goethe. Und Goethe hat dieses Stück geliebt, er hat diesen Inhalt, diesen philosophischen Kern erkannt, hat sich dafür begeistert und hat diesem Stück tatsächlich zum Durchbruch verholfen. Also Goethe war ganz maßgeblich beteiligt, muss man sagen. Ja, dieses Stück ist dann auch relativ schnell in den Bildungskanon aufgenommen worden. Es war dann danach eigentlich wirklich auch eine große Erfolgsgeschichte. Der einzige Bruch, der tatsächlich eintrat, Sie können sich es vielleicht vorstellen, war unter den Nationalsozialisten. Und es ist eigentlich schon vor der Machtergreifung 1933 geschehen. 1922 hat der jüdische Regisseur Manfred Noah mit dem damals sehr bekannten Schauspieler Werner Krauss, einer der ganz großen Schauspieler der 20er Jahre noch, den Stummfilm Nathan der Weise gedreht. Und 1923 sollte eine Aufführung beispielsweise in München stattfinden. Und es waren Nationalsozialisten, die diese Aufführung gestürmt und gesprengt haben, weil ihnen natürlich völlig unerträglich war, dass ein Jude der Held nicht nur in einem berühmten Theaterstück war, sondern auch in diesem Film. Das war ihnen unerträglich, sie haben das gesprengt und unter den Nationalsozialisten war sozusagen eine Pause für Nathan zunächst mal. Aber er ist danach natürlich zurückgekommen und wir beide haben ja als Schüler das erlebt, wir haben beide in der Schule den Nathan gelesen und insofern hat der Nathan natürlich danach ungebrochen seinen Siegeszug fortgesetzt. Es gab immer mal wieder auch Aufführungen, die sehr modern, sehr umstritten waren. Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Es gab eine Opernaufführung, Nathans Tod, die eigentlich eng angelehnt ist an den Inhalt des Buches und doch einiges verändert. Ich habe leider geschaut, ich konnte die selber jetzt nicht auf irgendeiner Videoplattform im Internet anschauen. Ich hätte es sonst gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr viel diskutiert worden. Dieses Nathans Tod. Allerdings ist es eine sehr düstere Aufführung. Es ist der Versuch so einer, sag ich mal, krampfhaften Aktualisierung des Nathans. Es scheint mir nach dem, was ich so über den Inhalt lesen konnte, naja, so ein bisschen das Problem, das ich da manchmal sehe, ist, wenn ein moderner Regisseur einen Klassiker sozusagen auf Tagesaktualität heben will, neigt er oftmals dazu, das ganze Werk zu versenken, weil es zeichnet meiner Meinung nach einen Klassiker aus, dass er schon durch seine Inhalte sozusagen zeitlos ist in gewissem Sinne. Dass also die Grundthematik beim Nathan in dem Sinne nicht aktualisiert werden muss durch allerlei tagespolitische Verweise, sondern dass es sozusagen in der Geschichte selber angelegt ist und dass wir den eigentlich gar nicht aktualisieren müssen. Er ist aktuell durch all das, was er uns tatsächlich sagt. Das ist zumindest so mein Eindruck. So viel zur Werksgeschichte. Du machst weiter, du wolltest ein bisschen was über die Zeitumstände der Handlung im Nathan sagen. Genau, das muss man natürlich verstehen, ansonsten ist das ganze Werk vor allem viel zu theoretisch. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch ganz kurz, du hast es schon erwähnt,
Als Schüler, üblicherweise in der 11. Klasse auf dem Gymnasium, liest man dann den Nathan. Ich habe ihn damals auch gelesen, mit frischen 17 Jahren. Und ich habe schon zahlreichen Schülern den Nathan mittlerweile als Lehrer nahegebracht. Es ist natürlich ein Werk mit einer Sprache des 18. Jahrhunderts, zum Teil in lyrischer Form, zum Teil auch nicht. Es ist, sagen wir mal, für den ungeübten Leser heute nicht ganz leicht zu lesen, aber man kriegt es schon hin. Also es ist jetzt nicht eine andere Sprache. Aber es ist natürlich schade, wenn dann viele Menschen sich schon deswegen dieses Werk verwehren, weil sie sozusagen die Sprache nicht haben wollen. Und ich stimme dir ausdrücklich zu, ich finde, die Faszination von Klassikern ist ja auch, dass sie zeitlos sind, aber gleichzeitig auch in einer gewissen Zeit spielen und damit eine gewisse Exotik vermitteln. Ich habe vor Jahren mal eine Aufführung von Nathan gesehen, es war nicht hier in Konstanz, sondern in St. Gallen, es war auch so ein modernes Stück, da spielte dann Nathan der Weise in den 90er Jahren auf Sizilien, 1990er Jahren, und ich fand, das war also absolut unpassend. Also das gehört in den Orient, das gehört in das Hochmittelalter, in die Zeit, die man irgendwie auch mit einer gewissen Exotik verbindet. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle hier ein bisschen die Zeitumstände auch etwas genauer erklären, wann, wie, wo der Nathan spielte. Ja, oder spielt, besser gesagt. Es ist die Zeit der Kreuzzüge gewesen. Die Kreuzzüge waren von der lateinischen Kirche ein sanktioniertes, ein initiiertes Unternehmen, strategisch, religiös und vor allen Dingen auch wirtschaftlich motivierte Kriege. Im engeren Sinne fängt das mit den Kreuzzügen 1095 an. Und endet, ja je nachdem, aber sagen wir mal meistens so 1291, also ungefähr 200 Jahre, das war das Zeitalter der Kreuzzüge. Das Ganze fing an, als der damalige Papst Urban II. Auf dem Konzil von Clermont-Ferrand 1095, und das ist übrigens interessant, ich erwähne es, weil viele Leute das missverstehen, damals zwar einen Kreuzzug ausgerufen hat, aber das Ziel ausdrücklich nicht genannt wurde. Also er hat nicht gesagt, befreit Jerusalem, sondern ihm ging es darum, die Rumseldschuken, das ist ein türkisches Volk gewesen aus Kleinasien, der heutigen Türkei zu vertreiben. Und wann die Kreuzritter auf die Idee gekommen sind, mal Richtung Jerusalem zu marschieren, ist nicht ganz klar. Aber in der Rede von dem Papst kommt Jerusalem als Name oder als Ort überhaupt gar nicht vor. Also ursprünglich hatten die Kreuzzüge eine ganz andere Stoßrichtung. Sei es drum, der Kreuzzug machte sich 1096 auf den Weg. Damals hat niemand geglaubt, dass der erfolgreich ist. Niemand hat geglaubt, die kommen da nicht weit. Aber tatsächlich, nach 3 Jahren mühevollen Kämpfen mit den verschiedenen muslimischen Herrschern im Nahen Osten, können sie dann am 15. Juli 1099 die Stadt Jerusalem erobern. Übrigens ein schreckliches Gemetzel. Sie haben praktisch die gesamte Bevölkerung Jerusalems niedergemetzelt. Ein paar wenige Christen dürften überleben, aber die meisten Christen sind auch totgeschlagen worden von den Kreuzrittern. Man hat sie alle umgebracht oder fast alle, derer man handhaft werden konnte. Hört man mich nicht so genau? So, ist jetzt besser? Ja. Okay, gut. Danke, Maria. Und man hatte also sozusagen schrecklich gewütet und ab 1099 war Jerusalem die Hauptstadt des Königreiches Jerusalem. Interessanterweise von den Grenzen praktisch deckungsgleich mit dem heutigen Staat Israel. Das ist also fast die gleichen Grenzen. 4 Kreuzfahrerstaaten wurden gegründet. Hier unten das Grüne, das ist das Königreich Jerusalem, wie gesagt mit der Hauptstadt Jerusalem. Dann die Grafschaft Tripolis, das ist auch christlich gewesen, weitgehend identisch mit dem heutigen Libanon. Das Fürstentum Antiochia und die Grafschaft Edessa. Das sind so die 4 Kreuzfahrerstaaten gewesen, die dann ab ungefähr 1100 existierten. Und einige Jahrzehnte lang konnten sich die Kreuzfahrer da etablieren. Es war sozusagen ein Nebeneinander von muslimischen Herrschern und Kreuzfahrern. Und dann in den 1170er Jahren wurde es für die Kreuzritter langsam gefährlich. Was ist passiert? Der König von Ägypten, der auch gleichzeitig König von Syrien war, hat eine solche Militärmacht angehäuft, dass er jetzt mit einer entsprechend großen Armee zuschlagen wollte und Jerusalem zurückerobern wollte für den Islam. Und dieser Herrscher war ein gewisser Saladin, oder wie die Araber sagen, Saladin. Der dann auch beim Nathan vorkommt. Saladin war also König
von Ägypten und Syrien. Saladin hat es geschafft, die Kreuzritter in eine Falle zu locken. Das ist eine der größten Schlachten des Mittelalters gewesen. Im Jahre 1187 schaffte es, dass die Kreuzritter praktisch mit ihrem gesamten Heer nach Hattin marschieren. Hattin ist eine Stadt im heutigen Israel gelegen oder eine kleine Ortschaft. Und dort auf der Ebene, die Kreuzritter mussten 2 Tage lang marschieren, hatten nicht genug Wasser dabei. Saladin hat ihnen die Wege zu den Wasserquellen abgeschnitten und da hat er das Kreuzfahrerheer absolut vernichtend geschlagen. Und wenige Wochen später hat er dann Jerusalem eingenommen, 1187. Also 88 Jahre lang war Jerusalem in Hand der Christen. Dann haben die Muslime es zurückerobert. Allerdings im Gegensatz zum christlichen Kreuzfahrerheer hat Saladin nicht blindwütig gemordet, sondern er hat den Christen erlaubt, Jerusalem zu verlassen, ohne niedergemetzelt oder versklavt zu werden. Also die Eroberung Jerusalems 1187 war wesentlich friedlicher, die muslimische, als die christliche Eroberung 88 Jahre zuvor. Der Untergang Jerusalems aus Sicht der Christen damals hat den dritten Kreuzzug verursacht. Das heißt, in ganz Europa gab es Aufrufe, jetzt im Rahmen des dritten Kreuzzugs Jerusalem zurückzuerobern. Und vor allen Dingen auf deutscher Seite hat sich Kaiser Friedrich Barbarossa auf den Weg gemacht. Der ist aber nicht sehr weit gekommen, also bis in die Türkei, da ist er dann ertrunken. Das Kreuzfahrerheer hat sich aufgelöst, das deutsche. Das englische Kreuzfahrerheer war erfolgreicher. Unter einem gewissen Richard Löwenherz haben die sich jahrelang heftige Gefechte geliefert. Also auf der einen Seite Richard Löwenherz, auf der anderen Seite Saladin. Mehrere Schlachten konnte Richard Löwenherz Saladin auch tatsächlich zurückdrängen. Und er kam bis an die Tore von Jerusalem, aber Jerusalem war so gut befestigt, dass er nicht diese Stadt stürmen konnte, sodass Jerusalem nach 3 Jahren Kämpfen trotzdem in muslimischer Hand blieb. Das heißt, Saladin hatte diesen Krieg gewonnen. 1192 war der dritte Kreuzzug vorbei. Das Königreich Jerusalem existierte noch, die christlichen Kreuzfahrerstaaten sind nicht vernichtet worden, aber Jerusalem ist jetzt wieder in Hand der Muslime. Und in dieser Situation, Saladin, erfolgreicher Kriegsherr der Muslime, der die heilige Stadt Jerusalem zurückerobert hat, in genau dieser Situation des erfolgreichen Kriegsherrn Saladin, fängt jetzt Gotthold Ephraim Kishon an, die Geschichte Nathan der Weise zu erzählen. Der dritte Kreuzzug ist gerade zu Ende gegangen und jetzt kommt die Geschichte. Genau. Ich möchte ganz kurz mal die handelnden Akteure der Geschichte vorstellen. 4 Personen sind so ganz stark im Zentrum. Natürlich Nathan der Weise, der Jude, der im Prinzip alle anderen, muss man sagen, in der Geschichte weit überstrahlt. Aber auch natürlich Sultan Saladin, ein weiser, kluger Herrscher, wie man ihn sich eigentlich nur wünschen kann. Eine tolle Figur, wie sie so dargestellt wird. Der christliche Tempelherr, ein junger Christ, der von Saladin verschont wird. Eigentlich als Tempelherr natürlich ein Kriegsgegner, der hätte geköpft werden müssen. Aber Sultan Saladin schenkt ihm das Leben und Nathans Tochter Recha. Du wirst ja gleich ein bisschen erzählen, wie diese Personen alle zusammenhängen. Auch wichtige Personen. Es kommt noch vor Nathans Freund Al-Hafi, der auch Schatzmeister Sultan Saladins ist. Auch eine interessante Figur. Der christliche Patriarch, das ist so die unsympathischste Figur der Geschichte, der kommt jetzt nicht allzu oft vor, der sagt, man ist doch tatsächlich angelehnt an den von dir erwähnten Johann Melchior Götze, diesen orthodoxen Lutheraner, mit dem sich Lessing in den letzten Jahren seines Lebens ununterbrochen gestritten hat. Es gibt noch eine Schwester Sultan Saladins, das ist die Sitta, die kommt vor, ein bisschen durchtrieben, die gute Dame, gell? Die Haushälterin Nathans, die Daria, kommt noch vor. Und ein Klosterbruder, der ist so eine Art eigentlich freundlich, gutherziger Laufbursche des nicht sehr sympathischen Patriarchen. Wer noch am Rande vorkommt, der Bruder Sultan Saladins, genannt Assad, der kommt selber nicht vor, er ist gestorben, ist aber letztendlich zum Verständnis der Geschichte äußerst wichtig. Auch dieser Assad ist eine wichtige Person. Vielleicht muss man noch ganz kurz sagen, leider, das ist wohl in der Zeit so gewesen, wir haben uns ja gestern ganz kurz darüber unterhalten, die Frauenfiguren sind äußerst blass, das muss man leider sagen. Die sind in diesen Geschichten immer nur Randfiguren, sowohl Recha als auch Sita als auch Daya machen ehrlich gesagt nicht viel her.
Aber insgesamt werden alle natürlich weit überstrahlt von Nathan und ein Stück weit auch noch von Saladin. Das sind natürlich die großen Personen im Zentrum. Genau, du wirst jetzt mal die Geschichte erzählen, Uli. Ja? Ganz genau. Also ich möchte es ganz kurz noch aufgreifen tatsächlich. Also wenn man dieses Werk liest, das Einzige, was einem heute ein bisschen sauer aufstößt, ist tatsächlich das Frauenbild, das da vermittelt wird. Und so wunderbar die Aufklärer auch gedacht haben, es war halt doch eine männliche Sache. Die Frauen, die in Nathan vorkommen, sind entweder dumm oder intrigant oder beides. Also das Frauenbild ist eher ein bisschen bedenklich, aber sei es drum. Es ist aber auch interessant zu wissen, mein Bruder Herz hat es gerade eben gesagt, die eigentlichen Helden dieses Stücks sind ein Muslim und ein Jude, nicht ein Christ. Denn die Figur auf christlicher Seite, die vor allen Dingen vorkommt und die es ja dann auch ganz massiv geht, ist dieser junge Tempelherr. So sahen die übrigens früher aus, die Tempelritter. Immer zu erkennen an ihrem roten Kreuz. Wenn die Kreuzritter ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund hatten, sei vielleicht kurz erwähnt, dann sind das die Kreuzritter des Deutschen Ordens gewesen. Den gibt es ja heute noch. Aber des Templerordens, der wurde ja 1119 von Hugo von Payon in Jerusalem gegründet. Die hatten immer dieses rote Kreuz. Und die waren nicht nur die Elitetruppe der christlichen Kreuzfahrerstaaten, sondern extrem fanatische und nicht selten auch sehr grausame Personen. Also ein Tempelritter, der von Muslimen gefangen genommen wurde, wurde eigentlich praktisch immer geköpft und massakriert. Normale Soldaten des christlichen Kreuzfahrerheeres wurden nicht automatisch umgebracht, wenn sie in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Aber die Tempelritter galten als besonders grausam. Was sie zum Beispiel immer wieder gerne gemacht haben, dass sie von Jerusalem ausgreifend entlang der arabischen Halbinsel Pilgerströme auf dem Weg nach Mekka überfallen haben, um möglichst viele von den Pilgern umzubringen. Also das waren auch wirklich keine Helden, die Kreuzritter, muss man ganz klar sagen, die Tempelritter speziell. Die Tempelritter. Muss man wissen, mein Bruder Herz hat es schon angekündigt, denn da läuft so ein junger Tempelritter in Jerusalem rum im Jahre 1192 und das war eigentlich undenkbar unter Saladin. Die Handlung spielt also 1190er Jahre. Der Jude Nathan, genannt der Weise, kommt von einer Geschäftsreise zurück und da erfährt er, dass seine Pflegetochter Recha von einem jungen christlichen Tempelritter aus dem Feuer seines brennenden Hauses gerettet wurde. Der Ordensritter wiederum verdankt sein Leben dem muslimischen Herrscher Jerusalems, dem bekannten Sultan Saladin, der ihn als einzigen von 20 Tempelrittern begnadigt hat, weil er seinem verstorbenen Bruder Assad so ähnlich sehe. Also der war schon kurz davor, geköpft zu werden. Dann hat der Saladin gesagt, stopp, irgendwie erinnert er mich an meinen verstorbenen, geliebten Bruder, den lasse ich jetzt am Leben. Es war also reines Glück, reiner Zufall. Trotz dieser glücklichen Umstände ist der sehr rational, heute würden wir sagen, aufgeklärt denkende Nathan, nicht bereit, einfach nur an ein Wunder zu glauben, wie andere das um ihn sagen. Er will der Sache auf den Grund gehen. Ein Wunder glaubt dieser Mann nicht. Und er überzeugt auch Recha davon, dass es schädlich sei, an das Wirken von Schutzengeln und ähnlichen Aberglauben zu glauben. Saladin, in Geldangelegenheiten eher lax, das war der historische Saladin auch. Man hat ihn zeitweise auch genannt, den Sultan mit der leeren Tasche, weil er immer Geldnot hatte. Ja, von fast melancholischer Gleichgültigkeit gegenüber Geld war er, befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Deswegen lässt er auf Rat seiner sehr berechnenden, intriganten Schwester Sitta den Vermögenden Nathan zu sich bringen. Als Handlungsreisender ist dieser Mann, heute würde man sagen, steinreich. Um dessen in ganz Jerusalem gerühmte Großzügigkeit auf die Probe zu stellen, das will er Saladin, und anstatt diesen direkt um einen Kredit zu bitten, gibt Saladin vor, zunächst Nathan ebenfalls überall gepriesene Weisheit ein bisschen testen zu wollen. Er will den Nathan in eine Falle locken und fragt ihn nach der wahren Religion. Nathan von seinem Freund Al-Hafi, du hast ihn schon erwähnt, über Saladins Geldnöte unterrichtet und von dessen finanzieller Leichtfertigkeit er auch gewarnt war, erkennt natürlich sofort die Falle. Er weiß, wenn er Saladin sagt, ja natürlich, die muslimische Religion ist die einzig wahre, dann wird er sich von Saladin anhören müssen, ja warum bist du denn Jude? Und wenn er sagt, das Judentum ist die einzig wahre Religion, dann wird er den muslimischen Herrscher Saladin gegen sich aufbringen. Dann hat dieser vielleicht sogar einen Vorwand, ihm einfach
Geld wegzunehmen, so nach dem Motto, du hast mich beleidigt, und dass er das Christentum als wahre Religion nennt, dann ist es eher unwahrscheinlich. Würde aber auch dazu führen, dass Saladin, wie würde man heute sagen, not amused wäre. Ja? Er entscheidet sich, Nathan, Saladins Fangfrage, aus der es eigentlich kein Entrinnen gibt, egal wie er antwortet, antwortet er falsch, mit der berühmten Ringparabel zu beantworten. Ich will das an dieser Stelle jetzt nicht genauer ausführen, denn mein Brüderchen wird Ihnen nachher die Ringparabel wesentlich genauer vorstellen und in den historischen Kontext auch einordnen. So viel möchte ich aber schon mal sagen, mit der Ringparabel knockt er den Saladin aus. Er schafft es wirklich, aus der Falle rauszukommen. Saladin allerdings selber ein kluger Mann, ein Mann, der auch bereit ist, das bessere Argument zu akzeptieren, ist tief beeindruckt von Nathans Weisheit. Man muss sich das natürlich vorstellen. Er, der siegreiche Feldherr im Krieg, verneigt sich, Nathan stellt das Ganze dar, vor der tieferen Kraft des Geistes, dargestellt durch die Ringparabel. Von Nathans Brillanz, Weisheit und Humanität gerührt, bittet er diesen, von nun an dessen Freund sein zu dürfen. In der Ringparabel wird nicht gesagt, welches die wahre Religion ist. Nathan willigt gerne ein und gewährt dann Saladin, ohne dass er darum gebeten wurde, obendrein ein großzügiges Darlehen. Das klingt alles ein bisschen nach Happy End, aber so war das halt im 18. Jahrhundert, wenn es keine Tragödie ist. Der Tempelherr wiederum, der Rächer zwar aus den Flammen gerettet, aber bisher als bloßes Judenmädchen kaum beachtet, ja geradezu verachtet hat, der sozusagen noch durchdrungen ist vom Geist der religiösen Militanz, heute würde man sagen des christlichen Fundamentalismus, wird von Nathan zusammengeführt, er und Rächer, der Tempelherr und Rächer. Ja. Und jetzt der Tempelherr, also man sieht es, er ist ein bisschen dümmlich. Ja. Also erst ist er so religiös vernarrt, gut, er rettet dem jungen Mädchen das Leben, erst verachtet er es, dann lernt er es etwas besser kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Ja. Also sein Verstand, das schaltet sich da nicht so massiv ein. Und er möchte sie auch auf der Stelle heiraten. Allerdings zögert Nathan seine Einwilligung zu geben. Er will das erst noch mal etwas genauer recherchieren. Der Tempelritter ist verstimmt. Er versteht dieses Zögern Nathans nicht wirklich und glaubt einfach, dass der ihm seine Tochter nicht gönnt. Als er dann von Rächers Gesellschafterin Daya, einer Christin, erfährt, dass Rächer nicht Nathans Tochter ist, sondern nur von ihm als solche adoptiert wurde, ihre leiblichen Eltern aber Christen waren, also Rächer eigentlich ein Christenmädchen, wendet er sich ratsuchend an den Patriarchen von Jerusalem. Mein Brüderchen hat auch schon gesagt, das ist in der Geschichte der Bad Guy. Das ist wirklich der böse Bube. Der christliche Patriarch von Jerusalem ist ein richtig mieser Hund. So, obwohl der Tempelherr seine Anfrage so vorträgt, als handle es sich um einen hypothetischen Fall, er rät das fanatische Kirchen überhaupt sofort, worum es hier geht, und will diesen Juden sofort suchen und wegen Verleitung zur Apostasie, Apostasie bedeutet Abkehr von der Religion, auf den Scheiterhaufen bringen zu lassen. Der christliche Patriarch will Nathan bei lebendigem Leib verbrennen lassen. Dessen edle Beweggründe interessiert ihn überhaupt nicht. Ihm geht es nur um seine religiös-fanatische Grundhaltung. Und dass er das Christenkind nicht als Juden, sondern im Gegenteil ohne Glauben erzogen hat, macht es für den Patriarchen sogar nur noch schlimmer. Ja? Denn Nathan hat seine Ziehtochter Rächer nicht zur Jüdin erzogen, sondern er hat sie frei erzogen. Sie soll sich selber entscheiden, welcher und ob überhaupt einer Religion sie angehören will. Ja? So. Jetzt kommt aber noch der große Knall zum Schluss. Durch Aufzeichnung des Klosterbruders, der Rächer einst als Kleinkind zu Nathan gebracht hat, stellt sich schließlich heraus, dass die von einem Juden erzogene Rächer und der christliche Tempelherr Geschwister sind. Sie sind Schwester und Bruder. Und genau deswegen hat Nathan gezögert. Er hat es schon geahnt, wollte es aber noch überprüfen. Und jetzt wird noch einer obendrauf gesetzt. Sie sind nicht nur Bruder und Schwester, sondern sie sind auch die Kinder von Saladins Bruder Assad. Er ist der Onkel von den beiden. Ja?
ganz klar, was er damit auch ausdrücken will. Alle Weltreligionen sind auch, zumindest diese drei, sind miteinander verwandt. Die enge Verwandtschaft der jüdischen, christlichen und muslimischen Religionsfamilie wird damit noch einmal zugegebenermaßen etwas arg überspitzt verdeutlicht. Das Intrigenspiel des Patriarchen, des christlichen Fanatikers, ist nicht erfolgreich. Nathan überzeugt mit seiner Weisheit Saladin, mit seinem aufgeklärten Geist, so könnte man heute sagen. Und der Tempelritter lässt sich auch von seinem christlichen Fundamentalismus abbringen. Ja, unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang. Das Theaterstück ist zu Ende. Mal ganz simpel gesagt, es gibt ein Happy End. Das Gute, die Vernunft hat gesiegt. Die bösen, fanatischen Intriganten haben sich nicht durchgesetzt. Leider nur ein Theaterstück und keine wahre Geschichte. Gut, und dann glaube ich, willst du uns noch etwas mehr über die Ringparabel erzählen. Das mache ich gleich. Ich musste noch mal kurz nachschauen, weil du hast dieses Gespräch des Tempelherrn mit den Patriarchen erwähnt. Ja. Da kommt diese Brutalität des Patriarchen, das ist in diesem schönen Text ja eigentlich so ein Fremdkörper, ja, weil die Menschen ja wirklich größtenteils eine große Toleranz verkörpern und das auch in der Sprache hier ganz klar rauskommt. Aber der Patriarch, als der Tempel ja immer so ein bisschen für den Nathan spricht, naja, er hat doch seine Tochter toll erzogen, es ist eine großartige junge Frau und was will er denn? Und die Antwort des Patriarchen ist dreimal wortwörtlich, tut nichts, der Jude wird verbrannt. So antwortet dreimal der Patriarch. Ja. Kurz ist möglich, sozusagen hat der aus seinem Herz keine Mördergrube gemacht. Gut, ja, zur Ringparabel. Mein Bruder hat schon gesagt, das ist natürlich praktisch die zentrale, berühmte Stelle auch in dem Buch. Ich habe mal nachgeschaut. Ich habe hier zum Glück eine Version gefunden, wo die Ringparabel natürlich als Teil der Geschichte drin ist, aber auch die ältere Original-Ringparabel, weil es gibt einen Text von Giovanni Boccaccio. Das war ein Renaissance-Humanist und italienischer Dichter Mitte des 14. Jahrhunderts. Der hat bereits eine Ringparabel geschrieben, die im Prinzip so vom Inhalt her weitgehend identisch ist mit der Ringparabel, die auch im Nathan vorkommt. Ja, du hast es schon gesagt, die Ringparabel fällt an der Stelle, wo Sultan Saladin Nathan dem Weisen diese, sage ich mal, Fangfrage stellt, mit welcher Religion hast du es? Und wie du richtig gesagt hast, er kann nur eine falsche Antwort geben. Aber Nathan wäre natürlich nicht Nathan der Weise, wenn ihm was Gutes einfällt. Er bittet ja auch ein bisschen Bedenkzeit, gell? Die Szene ist ja so, er spürt natürlich sofort, dass er da so ein bisschen aufs Glatteis geführt wird und er muss sich natürlich im Moment überlegen, ist ja nicht ganz einfach, was kann ich da antworten? Und er gibt, sagen wir mal, schon die bestmögliche Antwort. Die Ringparabel, die er dem Sultan erzählt, geht im Prinzip folgendermaßen. Ja? Er erzählt die Geschichte von einem Vater, der sein Lebensende nahen sieht, ein Vater, der drei Söhne hat. Dieser Vater verfügt über einen ganz besonderen Ring. Dieser Ring macht es, dass der Mensch, der ihn trägt, besonders angesehen und beliebt ist bei den Menschen. Ja? Und dieser Ring wurde von Generation zu Generation immer vom Vater an den beliebtesten Sohn, an den Lieblingssohn weitergegeben. Nun hat es sich aber, dass in einer Generation ein Vater existiert, der drei Söhne gleichermaßen liebt. Der hat einfach keinen Lieblingssohn. Sie sind alle ein Wohlgefallen und sie lieben auch alle drei ihren Vater. Was soll er also machen? Es würde ihm das Herz brechen, einem der Söhne das zu geben und die anderen beiden sozusagen vor den Kopf zu stoßen. Die einzige Möglichkeit, die dieser alte, dem Tode nahe Mann sieht, ist, dass er sich an einen großen Künstler wendet und ihm den Auftrag gibt, zwei ganz exakt identische Kopien dieses Rings anzufertigen. Und diesem Meister des Handwerks gelingt es tatsächlich. Das heißt, der alte Mann hält also am Ende seines Lebens drei vollkommen ununterscheidbar identische Ringe in der Hand. Nun kommt, als der alte Mann dann im Sterben liegt, kommt jeder der Söhne zu ihm. Er verspricht jedem dieser Söhne diesen einen wunderbaren Ring, der ihn bei den Menschen angesehen und beliebt macht. Und dann stirbt er. Und nun sind diese drei Söhne da. Jeder meint, er hat diesen einen Ring natürlich, den Ring mit dieser magischen Gabe. Aber sie wissen nicht, wer ihn eigentlich hat, weil die Ringe sind vollkommen identisch. Der Handwerksmeister hat sich übertroffen. Wie also ist das Ganze zu schlichten?
Schließlich kommt es natürlich so, dass die Söhne sich doch verstreiten. Jeder möchte das Familienoberhaupt sein, weil der Ringträger ist sozusagen auch das Oberhaupt der Familie traditionellerweise. Naja, welcher von den dreien soll es sein? Jeder kann den Anspruch anmelden, jeder kann den Anspruch der beiden anderen streitig machen. Entscheiden kann man das aber nicht. Sie gehen also vor einen Richter. Und dieser Richter ist ein kluger Mann. Der Richter merkt, man kann es an den Ringen nicht entscheiden. Diese Ringe sind identisch. Man kann nicht sagen, welcher der wahre Ring ist. Oder ob dieser wahre Ring vielleicht ganz weg ist und es sind nur drei Kopien. Das ist nicht entscheidbar. Aber der Richter weiß natürlich, was die Kraft dieses einen besonderen Ringes ist. Eben, dass der Ringträger beliebt und angenehm ist vor den Menschen, angesehen. Er sagt also, ich kann es nicht entscheiden. In 1000 Jahren soll ein weiserer Mann als ich die Entscheidung treffen. Dann ist die Zeit vergangen, in der wir wissen, welcher dieser drei Ringe seine Kraft, diese Ringträger, diese Generation so beliebt, so angenehm zu machen vor den Menschen, wann sich diese Kraft entfaltet hat. Also, er stellt es in die Zukunft. Die Wahrheit des Ringes zeigt sich eben an der Person, am Handeln der Person und daran, wie diese Person auf andere Menschen wirkt. Das ist natürlich eine wunderbare Allegorie auf die Frage nach der Religion, die Sultan Saladin dem Nathan gestellt hat. Na, und Saladin erkennt natürlich, wie klug diese Antwort ist. Es ist ja keine Wischiwaschi-Antwort, es ist eine Antwort, die sich einfach nur klar ist, was ist der Sinn von Religion? Nathan ist ein aufgeklärter Jude und insgesamt ein aufgeklärter Mensch. Das heißt, für ihn ist Religion nicht einfach nur Glaubenssätze, heilige Texte und das Leben nach diesen Texten, sozusagen die klassische Dogmatik oder Orthodoxie. Für ihn ist Religion eine sehr spirituelle Angelegenheit, die den Menschen zu dienen hat. Also erweist sich sozusagen die Wahrheit einer Religion oder die Überlegenheit, in Anführungsstrichen jetzt natürlich, daran, wie diese Religion auf den Menschen wirkt, was sie für Menschen hervorbringt. Das ist also die Antwort, die natürlich auch Sultan Saladin, sag ich mal, bezaubert und wo er erkennt, dass er nicht nur mit seinem Versuch, Nathan aus Glatteis zu führen, gescheitert ist, der hat ihm sogar noch eine Lektion, eine positive, erteilt. Er hat ihm etwas zu denken gegeben, dass er wirklich erkennt. Das ist das Schöne an dieser Ringparabel. Ich werde später nochmal ganz am Schluss kurz vielleicht darauf zurückkommen, wenn wir ein bisschen so um die Interpretation des Textes sprechen. Ja? Aber so viel zu dieser Ringparabel, die eben schon eigentlich eine sehr alte Geschichte ist. Ich weiß nicht, könnte auch sein, dass es vielleicht auch vor Boccaccio schon mal diese Idee gab, aber das ist sozusagen Mitte des 14. Jahrhunderts die erste wirklich schriftlich niedergelegte Version. Kleiner Unterschied ist nur, bei Boccaccio kommt dieser zweite Richter oder dieser Richter nicht vor, der bei Nathan vorkommt in Lessings Stück und der dann auch wirklich dieses sagt, in 1000 Jahren sollt ihr nochmal vor einen Richter treten und dann wird sich erwiesen haben, wer den wahren Ring hat oder eben bildlich gesprochen, wer die wahre Religion hat. Genau. Damit sind wir schon natürlich übergegangen auch zu unserer Interpretation des Textes. Genau. Wir haben diese Inhalte, wir haben uns ein bisschen eingeteilt, wie wir das immer machen, wir haben aber nicht abgesprochen, wer was sagt. Erzähl du mal ein bisschen, was ist dir vor allem bei deinem Verständnis des Textes aufgefallen? Ja, also ein paar Dinge fand ich schon faszinierend, als ich das Werk jetzt mal wieder gelesen habe für den heutigen Tag. Ich habe es ja, naja, dadurch, dass ich es regelmäßig in der Schule unterrichte, jetzt glaube ich mittlerweile schon das 11. Mal gelesen oder sowas. Aber wirklich langweilig wird es nicht. Es ist faszinierend. Ich möchte noch ganz kurz eine kleine Ergänzung zur Ringparabel noch bringen. Es ist auch nicht so ganz geklärt in der Wissenschaft. Es gibt auch so verschiedene Versionen der Ringparabel, verschiedene Ideen. Es gibt auch tatsächlich die Idee, dass der ursprüngliche eine wahre Ring sogar verloren gegangen ist und es nur noch Duplikate gibt. Ja, dass also keiner wirklich richtig ist. Das heißt höchstens der, wie du schon gesagt hast, der dann die Menschen glücklich macht, beziehungsweise der Mensch, der diesen Ring dann trägt, dann entsprechend beliebt ist. Ja. Letztendlich steckt dahinter auch natürlich die Frage, gibt es überhaupt eine wahre Religion? Und da sind wir wirklich mitten in der Interpretation dieses Werkes. Lessing selber hat Religion als etwas, ich möchte das auch noch aufgreifen kurz, was du angedeutet hast, Religion keinesfalls als etwas angesehen, wo es darum ging, sozusagen buchstabengetreu die heiligen Texte, egal jetzt welchen Buch es, ob Tora, Bibel oder Koran, sozusagen zu lesen und zu befolgen,
Lessing hat doch immer wieder gesagt, und ich finde, es kommt auch ganz klar bei Nathan dem Weisen raus, es geht um den Geist dahinter. Das ist ja das, was viele Menschen aus Sicht von Lessing schon immer falsch gemacht haben in seiner Zeit. So Beispiele gibt es heute auch noch, dass man meint, Religion bedeutet, da hat man einen Text und den setzt man jetzt eins zu eins um und dann würde man sozusagen Gottes Willen gehorchen. Es geht um den Geist dahinter und es geht letztendlich auch um die Frage, wie der Mensch sich gegenüber dem anderen Menschen zu verhalten hat. Und wenn Religion eine Kraft ist, die Menschen zusammenführt, also in einem positiven Sinne, die ihnen ermöglicht, sich gegenseitig zu schätzen oder vielleicht sogar zu lieben, dann ist Religion eine gute Kraft. Dann ist sie etwas, was positive Dinge bewirken kann. Und genau das ist die Religion von Nathan dem Weisen, ja? Der auch kein orthodoxer Jude natürlich ist, sondern sozusagen die Religion benutzt, um Menschen zusammenzuführen, wie er es dann auch zum Schluss ja auch tut. Und so umarmen sich dann alle in der Schlussszene. Und es ist nicht die Religion von einem Patriarchen, von diesem christlichen Fanatiker oder auch ursprünglich von dem Tempelherrn oder auch Saladin, der natürlich sich erst von der Weisheit von Nathan richtig überzeugen lässt. Es ist tatsächlich so die Grundidee, Religion muss Menschen in einem guten, in einem liebevollen Sinne zusammenführen. Nur dann hat sie eine Existenzberechtigung. Jede Religion, die das nicht tut, muss auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Das ist die Grundaussage des Textes. So interpretiere ich ihn auch, so interpretieren ihn viele andere auch, wobei da kann man natürlich anderer Meinung sein. Ich möchte bei der Interpretation auch gleich aber noch einen kleinen Kritikpunkt anbringen, aber nun gut, man darf auch von Lessing und vom 18. Jahrhundert nicht zu viel erwarten. Religiöse Toleranz, auch mit der Ringparabel, predigt er. Allerdings, er hat sich nur auf die drei monotheistischen Religionen bezogen. Ja, wir haben noch ein paar Religionen mehr auf der Welt. Eine moderne Ringparabel müsste neben dem Christentum, Judentum und Islam eigentlich auch alle anderen Religionen, auch polytheistische Religionen wie den Hinduismus, ja auch so Positionen wie den Deismus und von mir aus auch den Atheismus zusammenführen, um zu sagen, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Religionen zu sehen und nur derjenige hat Recht, Recht sozusagen vor einem höheren moralisch-ethischen Gesetz, der Handlungen vollführt, die dazu führen, dass Menschen zusammenfinden können, der also gute Dinge tut. Und ob dieser Mann dann religiös oder vielleicht auch nicht religiös ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Lessing hat in einem seiner anderen Werke mal ein Zitat gebracht von einem mittelalterlichen Mystiker, der hat mal etwas sehr, sehr Schlaues gesagt. Und ich finde, in diesem Werk, Nathan der Weise, schwingt das immer wieder mit. Und zwar Meister Eckhart wurde einmal gefragt, der berühmte deutsche Mystiker Meister Eckhart, ob er an Himmel und Hölle glaube. Und da hat er gesagt, ich glaube an Himmel und Hölle, und ich glaube, dass beides irdisch ist. Auch eine sehr schlaue Antwort. Und in Nathan dem Weisen, finde ich, wird das wunderbar angedeutet, Religion, eine Kraft, die Hölle auf Erden zu erschaffen, aber auch eine Kraft, himmlische Zustände zu erreichen. In diesem Sinne müsste man eine moderne Ringparabel erweitern, um alle Religionen, auch bewusst um areligiöse Positionen, die alle auch ihre Berechtigung haben. Religionsfreiheit bedeutet auch Freiheit vor Religion, nicht nur Freiheit innerhalb der Religion. Und ich will es hier nicht zu sehr historisieren, aber es ist ja auch interessant, und das war Lessing sehr wohl bewusst, das wusste er, dass jetzt mal historisch gesehen auf die letzten paar tausend Jahre runtergebrochen, die beiden Religionen, die das meiste Elend über die Menschheit gebracht haben, ganz ohne Zweifel Christentum und Islam sind. Ja? Das sind sozusagen die Religionen mit der schlechtesten Bilanz. Alle polytheistischen Religionen mit vielen Göttern neigen zu viel mehr Toleranz. Das ist definitiv so. Wo viele Götter sind, ist der tolerante Gedanke nicht weit weg. Denken Sie an die Antike, die in der Hinsicht eine großartige Zeit war. Die Antike kannte keine Religionskriege. Sie kannte keine Unterdrückung im Namen von einem oder mehrere Götter. Die Antike war in einer Art und Weise religiös tolerant, wie es das 21. Jahrhundert immer noch nicht ist. Aber das Werk Nathan der Weise von Lessing ist eine Möglichkeit, wenn man sich damit auseinandersetzt, sozusagen zu diesem tieferen Verständnis der Aufklärung und der religiösen Toleranz zu gelangen.
So interpretiere ich das Werk. Was hast du denn noch für dich herausgelesen und herausgefunden? Ja, klar, das Motiv der religiösen Toleranz, das ist ganz klar, ist auch ein sehr wichtiges Motiv. Mein Eindruck war zunächst mal auch, es ist sozusagen, er ist ja Deist gewesen, der gute Lessing. Er hat sich im Laufe seines Lebens dann ein Stück weit radikalisiert in seiner Kirchenkritik. Mein Eindruck ist auch so, er treibt seine Kirchenkritik so weit, dass er schon an der Schwelle zur Religionskritik steht. Eigentlich die nächste sozusagen logische Stufe, das wären Feuerbach und Marx gewesen, also die wirklich ausgewachsene, aufgeklärte Religionskritik, die hat er noch nicht geleistet. Ich weiß nicht, ob er in späteren Lebensjahren vielleicht noch dazu gekommen wäre. Er ist ja knapp über 50 geworden. Aber er hat sie selber nicht formuliert. Das ist allerdings so, wenn man ein bisschen logisch rangeht, wäre das sozusagen die nächste Stufe gewesen, ja, eigentlich sozusagen mit dem Gottesglauben selber zu brechen. Ja. Was ja dann auch Denker nach ihm gemacht haben, und schon französische Zeitgenossen von ihm wie Voltaire haben das ja durchaus gemacht. Es gab noch vier Motive, die mir aufgefallen sind, die ich sehr interessant finde an der Geschichte. Das eine ist natürlich im Rahmen der Ringparabel. Das hat mir einfach sehr gefallen, diese intelligente Art, wie Nathan der Weise dieser gestellten Falle ausweicht. Und er macht es ja noch auf eine Art und Weise, dass er Sultan Saladin noch eine richtig schöne Lektion erteilt. Also er könnte ihn ja sozusagen auf eine gewisse Art abschmettern, aber er macht ihn zu seinem Freund. Also das ist sozusagen, was mich so beeindruckt hat an dieser Ringparabel, ist auch, sie ist nicht nur natürlich über Religionstoleranz, sie gibt uns auch einen Hinweis, wie man seinen Kopf manchmal vielleicht klug aus der Schlinge ziehen kann. Ja? Das ist es ja ein Stück weit auch, was er gemacht hat. Er hat einerseits eine wahnsinnig schöne Geschichte erzählt und er hat gleichzeitig sich vor dieser Gefahr gerettet und hat diesen Sultan auch noch zu seinem Freund gemacht, weil er ihm diese wunderbare, kluge Lektion erteilt hat. Das ist das eine. Ich finde, es ist auch diese Geschichte, da geht es auch um Güte und Mitmenschlichkeit, die über bloßen Religions- und Blutsbanden stehen. Ja? Nathans Rächer beispielsweise ist ja eben nicht die leibliche Tochter Nathans. Er hat sie adoptiert, sie weiß davon nicht, sie erfährt davon am Schluss erst. Und sie hält ja dann ein flammendes Plädoyer für ihren Nathan, ja, den sie natürlich komplett als ihren Vater akzeptiert. Ja. Also sie selber sagt es auch im Gespräch mit dem Sultan, ich pfeife auf die Blutsbande, Nathan ist mein Vater. Ja. Ich habe nie einen anderen gehabt und einen besseren hätte ich nicht haben können. Also es ist auch ein Plädoyer eigentlich gegen Blutsbande und auch gegen Religionsbande eigentlich, weil ja auch dort überschreiten sich ja die Grenzen. Sultan Saladin begnadigt den Tempelherrn, den er ja eigentlich hätte zum Tode verurteilen müssen. Warum macht er es? Weil er gütig ist, weil er in ihm ein Antlitz seines geliebten verstorbenen Bruders erkennt. Also auch da triumphiert eigentlich nicht das Blut, triumphiert nicht das Gesetz, triumphiert eigentlich die Güte. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Botschaft. Immer über diese Grenzen hinweg. Der Nathan ist ein Buch, das Grenzen aufhebt, finde ich, in vielerlei Hinsicht, nicht nur religiös, ja. Es ist ein wesentliches Thema. Ein anderes Thema, das ich finde, ist die Wahrheitssuche. Es gibt ja zwei Stränge der Wahrheitssuche im Nathan. Es gibt den Streng der Ringparabel selber mit diesen drei Söhnen. Wer hat nun diesen wahren Ring? Das ist also auch eine gewisse Wahrheitssuche und die von diesem Richter natürlich auch auf eine sehr kluge Weise gelöst wird. Aber es ist natürlich auch die Wahrheitssuche in der gesamten Geschichte, die stattfindet, weil die Wahrheit ist sozusagen natürlich das, dass Rächer und der Tempelherr Geschwister sind. Die Wahrheit ist, dass Rächer nicht die leibliche Tochter Nathans ist. Und die Wahrheit ist, dass beide letztendlich Neffe und Nichte Sultan Saladin sind. Das ist also auch eine Wahrheitssuche, die in dieser Geschichte vor sich geht. Und es ist eine Wahrheitssuche, die eigentlich nur an den Tag kommt, auch wieder durch die Güte der Menschen. Hätte Sultan Saladin den Tempelherrn einfach stur köpfen lassen, wäre diese Wahrheit wohl nicht zutage gekommen. Hätte der Tempelherr nicht das jüdische Mädchen gerettet im Feuer, wäre die Wahrheit wohl auch nicht rausgekommen. Also sozusagen die Wahrheit, die am Schluss alle glücklich macht, ist eine Wahrheit, die eigentlich nur durch die Güte der Beteiligten miteinander möglich war. Das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Motiv in der Geschichte. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, das ist dieser, dass das Religionsbild, das
Lessing hat, ist da ja auch, du hast es auch schon erwähnt, ich habe es vorher mal gesagt, es ist Religion, ist nicht buchstabengetreu zu sein mit einem heiligen Text, Dogmatik sozusagen im Lebensalltag zu vollziehen, orthodox zu sein. Ich habe mir das in einem Satz aufgeschrieben, der Sinn der Religion ist es, den Menschen zu dienen und die Menschen zu guten Taten aufzufordern und zu ermutigen. So würde ich das ein Stück weit zusammenfassen, der Gottesglaube, ein Stück weit der Religionsglaube, der sich allgemein bei Lessing finden lässt. Ja? Also dass Religion in seinem Sinne eigentlich, da ist schon dieses humanistische Ideal natürlich ganz stark, dass Religion eigentlich eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und die misst sich allein am Menschen, sie misst sich nicht am Wunderglauben. Er war ja jemand, der auch die christliche Religion seiner Zeit schon sehr stark kritisiert hat, für Offenbarungsglauben, für Wunderglauben, was wir alles aus der Bibel kennen. Er hat gesagt, darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht das Thema eigentlich der Religion. Ja? Für ihn war das Thema der Religion sozusagen, dem Menschen eine Möglichkeit an die Hand zu geben, gut miteinander umzugehen. Ich denke mal, Lessing war bestimmt jemand, der die Bergpredigt wahrscheinlich sehr geliebt hat oder ähnliche Stellen in der Bibel. Ja? Also für den dieses humanistische, humane Motiv im Vordergrund stand und für das er mit diesem Buch eben so wunderbar geworben hat. Er macht es an vielen Stellen und er macht es auch in vielen Nebenhandlungen. Das fand ich an dem Buch sehr schön. Das soweit dazu. Das sind noch so die Grundgedanken, die mir eingefallen sind und die ich so ein Stück weit rausgelesen habe. Ja? Damit sind wir im Prinzip schon fast am Ende. Genau. 2-3 Minuten haben wir noch. Die können wir auch noch problemlos füllen. Die wollen wir auch noch füllen. Also sehr schön, was du noch so zusammengetragen hast an Interpretationen in Bezug auf diesen Text. Also da kann man jetzt nur zusammenfassend sagen, im wahrsten Sinne des Wortes ist es ein zeitloses Werk, ein zeitloser Klassiker. Denn die Aufforderung dazu, tolerant zu sein, nicht nur in religiösen Dingen, aber jetzt speziell im religiösen, aber auch die Aufforderung, gütig zu sein, seine Vernunft einzusetzen, all das sind Dinge, die immer aktuell sein werden. Es wird keine Zeit der Menschheitsgeschichte geben, auch nichts in der Zukunft, wo diese Werte keine Rolle mehr spielen, beziehungsweise wenn sie keine Rolle mehr spielen, hoffe ich, dass ich dann schon lange tot bin. Das möchte ich nicht erleben. In diesem Sinne ist es ein Werk, das man mal gelesen haben sollte, mit wunderbaren Gedanken, über die es sich wirklich lohnt nachzudenken. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie vor allem auch neugierig in Bezug auf Literatur, in Bezug auf originelle Gedanken. Mein Bruder und ich, wir werden auf jeden Fall diese Reise durch die faszinierende Welt oder sagen wir mal durch den Kosmos der Literatur fortsetzen und Ihnen in den nächsten Monaten auch immer wieder Werke der Weltliteratur vorstellen, die es sich einfach lohnt zu lesen. Es sei angedroht, dass wir zurückkommen. Ganz genau.